Ja, und jetzt zur Vorstellung unserer beiden Gäste. Das sind Günther Sandner und Alexander Reutlinger. Das ist ja schon öfters erwähnt worden. Ich beginne kurz mit einigen wenigen biografischen Aspekten von beiden. Sie haben beide so viel schon gemacht wissenschaftlich, dass es sich auch gar nicht ausginge, da in die Tiefe zu gehen. Günther Sandner ist, wie schon erwähnt worden, derzeit FWF Senior Research Fellow am Institut Wiener Kreis an der Uni Wien. Da leitet er ein Forschungsprojekt zu Geschichte, Entwicklung und zum Erbe von Isotype. Und was Isotype ist, darauf kommen wir auf jeden Fall heute noch zu sprechen. Ist ja eine Erfindung von Otto Neurath. Günther Sandner hat schon verschiedenste Fellowships gehabt, unter anderem am IFK, am Center for Advanced Studies der LMU in München, am Bodsteiber Institute for Austrian American Studies. Und ein Aspekt, der mir im Zusammenhang mit dem heutigen Vortrag auch sehr wichtig ist, ist, dass er schon seit vielen Jahren sehr rege in der politischen Bildung tätig ist. Einerseits in der Forschung, andererseits in der Lehre und auch bei der Interessengesellschaft für politische Bildung, wo er Vorsitzender war und auch weiterhin im Vorstand tätig ist. Ganz besonders wichtig ist natürlich, dass Günther Sandner der Autor der bisher einzigen Biografie ist, die zu Otto Neurath geschrieben worden ist. Sie ist 2014 im Schollnai Verlag erschienen und ich kann sie wärmstens empfehlen. Ich habe sie wirklich verschlungen. Ja, Günther, schön, dass du da bist. Ich freue mich dann schon auf deinen Vortrag, werde aber vorher noch Alexander Reutlinger vorstellen. Alexander Reutlinger arbeitet am Munich Center for Mathematical Philosophy am LMU in München, das ja vorhin auch schon erwähnt worden ist, und ist, wie auch bereits erwähnt, Fellow am Institut Wiener Kreis an der Uni Wien und beschäftigt sich in seinen Publikationen mit Themen, die ganz wunderbar zum heutigen Abend passen, nämlich mit dem Vertrauen in die Wissenschaft, mit Wissenschaftsskepsis, aber auch mit den Erklärungsmustern sowie den mathematischen Modellen, die die verschiedenen Wissenschaften verwenden. Ich finde auch noch ein schönes Detail ist, dass er Co-Koordinator des MA-Studiengangs Logik und Wissenschaftsphilosophie ist und auch das an der LMU München. Alexander, auch dir ein herzliches Willkommen. Otto Neurath sind schon sehr viele Attribute umgehängt worden. Die einen nennen ihn ein Universalgenie, andere haben ihn leider als Hochverräter bezeichnet und ins Gefängnis gesteckt. Andere nannten ihn einen besonders großen Menschen, einen besonders witzigen Menschen. Tatsächlich war Otto Neurath jemand, der unseren Alltag in ganz, ganz vielen Aspekten beeinflusst hat und dabei aber viel zu wenig oder dafür viel zu wenig gewürdigt worden ist. So ist es, wie gesagt, der Fall, dass es bisher nur eine einzige Biografie über Otto Neurath gibt, was bei jemandem mit so vielen Talenten und der so viele Dinge gemacht hat, wirklich sehr, sehr erstaunlich ist. Da der Autor dieser Biografie, wie gesagt, neben mir sitzt, digital neben mir, werde ich auch nicht allzu viele Worte jetzt über Otto Neurath verlieren. Ich möchte nur einige Stichworte noch zur Einleitung sagen. Also Neurath wurde 1882 in Wien geboren und verstarb leider bereits schon 1945 in Oxford. Es war ein Leben voller Flucht, aber auch voller Vielseitigkeit. Einige Aspekte davon werden wir heute hören. Ich kann Ihnen sagen, es zahlt sich aus, Otto Neurath noch genauer zu betrachten, weil er noch viel mehr getan hat als das, was wir an einem Abend ansprechen könnten. Er hat Mathematik, Wirtschaft, Geschichte, Philosophie studiert, habilitierte sich dann 1918 in Heidelberg an dem berühmten Institut für Soziologie, wo auch Max Weber gelehrt hat. Für ihn war immer von besonderem Interesse, die Wirtschaft sozialer zu gestalten. Und er hat deshalb sehr gerne angenommen, als ihm angeboten wurde, das Bayerische Zentralwirtschaftsamt in der Räterepublik zu leiten. Und das wurde ihm auch dann sehr schnell zum Verhängnis, weil als die Räterepublik gestürzt wurde, kam er ins Gefängnis. Es wurde ihm, und das ist das schlimmste Detail vielleicht dabei, auch seine Lehrbefugnis entzogen. Er wurde dann später nach Wien ausgeliefert. Und ich erwähne das alles deshalb, weil ich denke, dass es auch ganz viel zu tun hat mit dem, was er dann später in Wien und dann auf der Flucht in Den Haag und später in England gemacht hat. Also er hat sich immer
dafür interessiert, die Beziehung zwischen Wissenschaft und den Bürgerinnen zu demokratisieren und hat sich darüber Gedanken gemacht, wie man das am besten machen könnte, hat dafür die Wiener Methode der Bildstatistik erfunden. Und ja, ich habe früher Isotype erwähnt. Ich hoffe, dass Günter Sandner, wenn nicht im Vortrag, dann in der Diskussion noch kurz darauf zu sprechen kommen wird. Isotype ist International System of Typographic Picture Education. Also diese Wiener Methode der Bildstatistik sozusagen, die Weiterentwicklung dessen. Ohne das wären unsere Statistiken, mit denen wir ja heute so viel beschäftigt sind, ganz sicher wesentlich langweiliger, vor allem aber weniger aussagekräftig. Und wer weiß, ob wir uns in der U-Bahn zurechtfinden würden, ob wir Fluchtwege finden würden und so weiter. Also diese Bildstatistik, da hat er wirklich etwas begonnen, das bis in unseren Alltag hineinspielt. Heute Abend aber beschäftigen wir uns mit einem Thema, das Otto Neurath, wie gesagt, sehr wichtig war, die Frage der Wissensvermittlung, ihre Bedeutung, aber vor allem auch ihre Umsetzung. Und wie schon von unseren Gastrednern beiden erwähnt wurde, Entschuldigung, von unseren Gastgebern, sind das ja Themen, die in unseren Alltag im Moment sehr deutlich hineinspielen. Und unsere beiden Referentinnen werden uns dafür mehr erzählen können. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen zu unseren beiden Vorträgen. Da würde ich zuerst Günter Sandner ums Wort bitten. Vielen Dank, liebe Daniela, für die nette Einleitung. Die Idee zur heutigen Veranstaltung ist eigentlich aus Diskussionen entstanden, die Alexander Reutlinger und ich gelegentlich geführt haben. Wir kennen uns jetzt schon eine Zeit lang. Wir haben uns die Frage gestellt, wie lassen sich die Ansätze zur Wissenschaftskommunikation, zum Wissenstransfer, zur Wissenschaftsvermittlung bei Otto Neurath im Kontext aktueller Krisen bewerten? Also haben uns diese Ansätze etwas zu sagen oder sind sie lediglich historisch? Und insbesondere interessierte uns dabei die Frage der Expertise in der Demokratie, also die Frage der Rolle von Experten bei politischen Entscheidungsprozessen. Neurath hat ja in unterschiedlichen Phasen seines Lebens darüber reflektiert, wenngleich er auch sehr selten den Begriff Experte oder Expertise verwendet hatte. Und er hat das sehr häufig gemacht im Modus der Selbstreflexion. Also er hat über seine eigene Rolle in diesem von mir kurz skizzierten Spannungsfeld reflektiert. Ich werde versuchen, es ist erwähnt worden, ich habe eine Biografie Neuraths geschrieben, ich werde das auch biografisch angehen. Ich werde versuchen, diesen Reflexionsprozess an drei Perioden konkret festzumachen. Erstens an der Sozialisierungsdebatte nach dem Ersten Weltkrieg, eine Debatte, die in diesem Sinn vor allem in Deutschland und Österreich stattfand, also mit Beteiligung von Neurath in Deutschland und Österreich stattfand. Neurath verstand sich dabei selbst als ein unpolitischer Experte, als einer, der in gesellschaftstechnischen Gutachten, wie das oft hieß, detailliert sein Modell der Vollsozialisierung auseinandersetzte und der dann auch an der Umsetzung dieses Modells gearbeitet hat. Zweitens möchte ich gerne Neurath als Intellektuellen im Roten Wien behandeln, also wo Neurath, die Zeit, wo Neurath zum Austromarxisten wurde und wo die Wiener Methode der Bildstatistik auch als eine Methode präsentiert wurde, seine Vorstellungen von Demokratie zumindest einmal zu unterstützen. Und drittens die Phase des Exils, also des niederländischen und vor allem des englischen Exils, also von 1934 bis 1945, in denen er Gedanken zu einer Demokratisierung des Argumentierens oder einer Humanisierung und Demokratisierung des Wissens entwickelte, und zwar auch im Sinne einer Kooperation zwischen Bürger, Bürgerinnen einerseits und Experten, Expertinnen andererseits, für die er dann den Begriff der Orchestrierung verwendet hat. Ich beginne mit der Sozialisierungsdebatte. Diese Debatte war in gewisser Weise ein großer Einschnitt in der Biografie Otto Neuraths. Vor allem für die Linke nach dem Ersten Weltkrieg stand ja eine Zeit bevor, in der viele davon ausgegangen sind, dass eine neue Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung realisiert werden kann. Es bestand Konsens darüber, die alte Ordnung hat versagt, es ist Zeit für etwas Neues. Und obwohl es auch davor schon viele politische Zeugnisse von Otto Neurath gibt, betritt er eigentlich erst in dieser Phase, also mit ungefähr Mitte 30,
35, 36 Jahren erstmals die Arena der Politik, wenn auch nicht als politischer Funktionär, sondern in seiner Eigenschaft als Ökonom und als Soziologe. Und er entwickelt aus seiner Kriegswirtschaftslehre eine Sozialisierungstheorie. Ganz kurz zum Thema Kriegswirtschaftslehre, das ist eine Disziplin, wenn man so will, eine Sonderdisziplin, die er selbst, für die er selbst die Urheberschaft beansprucht hat. Circa ab 1910 hat er sich begonnen damit zu beschäftigen. Auch die Habilitation in Heidelberg, die heute schon erwähnt wurde, 1917, war zu diesem Thema. Und aus dieser Kriegswirtschaftslehre entwickelt er eben eine Sozialisierungstheorie. Ich muss gleich sagen, auf Neuraths planwirtschaftliches Modell der Vollsozialisierung kann ich hier nicht näher eingehen. Ich mache nur zwei kurze Hinweise. Zum einen, es war 1918, 1919 eine der sehr wenigen ausformulierten Sozialisierungstheorien, die bestanden haben, und eine Sozialisierungstheorie, die einerseits radikal war, weil sie sich gegen Teilsozialisierungen, ein sehr verbreitetes Modell damals, gegen Teilsozialisierungen, also etwa von Schlüsselindustrien, gewendet hat. Und sie war andererseits sehr praxisorientiert, weil nach Neurath nicht gewartet werden musste auf die Entwicklung in anderen Ländern, sondern es konnte mit der Sozialisierung sofort begonnen werden. Und in diesem Sinne ist Neurath auch Ende März 1919 im revolutionären München zum Präsidenten des Zentralwirtschaftsamtes ernannt worden. Und einem internen Papier ist zu entnehmen, dass er für die vollständige Sozialisierung Bayerns, das war das Ziel dieses Zentralwirtschaftsamtes, einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren veranschlagt hat. Wir wissen, tatsächlich hatte er nur wenige Wochen dafür zur Verfügung. Was sagt uns aber diese Periode, das ist ja das Thema, das uns heute hier interessiert, im Hinblick auf das Spannungsfeld Expertise und Demokratie? Ich möchte folgende Punkte dabei hervorheben. Zum einen, Neuraths Selbstbildnis war das eines Experten, eines Gesellschaftstechnikers, wie es in der zeitgenössischen Sprache immer hieß. Und als solcher verstand er sich als unpolitisch. Und das bedeutete vor allem und unter anderem, dass die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, die in der Vollsozialisierung münden sollte, bis zu einem gewissen Grad seiner Ansicht nach unabhängig vom politischen System war. Tatsächlich übte Neurath diese Präsidentschaft des Zentralwirtschaftsamtes ja auch während 3 verschiedener Regierungen aus, einer sozialdemokratisch geführten Koalition, die ihn ernannt hatte, und 2 darauf folgender Räteregierungen. Und damit übrigens auch, könnte man sagen, im Rahmen zweier unterschiedlicher politischer Systeme. Die Expertise aber war für Neurath in der Politik unverzichtbar. Also er hat die wissenschaftliche Fundierung politischen Handelns als sehr wichtig angesehen, beispielsweise um diese Wirtschaftspläne zu erstellen. Allerdings hat er schon damals die Feststellung getroffen, dass die Gesellschaftstechniker oder eben auch die Experten keine politischen Entscheidungen treffen. In diesem Sinne war er also kein Scientist oder Expertokrat. Die Experten sollten verschiedene Wirtschaftspläne und Modelle aufbereiten und das Volk sollte dann darüber entscheiden, wie es auch andere Entscheidungen treffen konnte, wie zum Beispiel die über die gesellschaftlich festzusetzende Arbeitszeit. Er hat allerdings ein wirtschaftliches Rätesystem entworfen in detaillierten Organigrammen, in dem differenzierte Wahl- und Kontrollmechanismen integriert waren. Also Werktätige wählten Betriebsräte, diese wählten dann lokale Fachräte, daraus entstanden wieder Landesfachräte und so weiter und so fort. Diese komplexen Organigramme, die auch in manchen seiner Publikationen abgebildet sind, zeugen von einer gewissen gesellschaftstechnischen Detailfreude. Und ihre Aufgabe war die Vorbereitung der Sozialisierung, aber eben auch die Kontrolle ihrer Durchführung. Und zwar sollten die Räte, die Betriebsräte, diese Kontrolle gemeinsam mit Gewerkschaften ausführen. Und in diesen Räten, und das ist ein interessanter Punkt im Zusammenhang von Expertise und Demokratie, in diesen Räten sollten keine Spezialisten sitzen, sondern werktätige Menschen, also beispielsweise Arbeiterinnen, Arbeiter, Hausfrauen auch, deren Arbeit ja nach Neuraths Modell entlohnt werden sollte. Also
werktätige Menschen und es waren Mandate auf Zeit. Ja. Es waren Mandate auf Zeit, was er unter anderem auch als Mittel gegen potenzielle Korruption gesehen hat. Was sollte aber noch geschehen? Diese Menschen sollten gebildet und ausgebildet, befähigt werden, diese Aufgaben wahrzunehmen. Und deswegen hat Neurath nach seiner Rückkehr aus München in Wien und auch in den deutschsprachigen Gebieten der Tschechoslowakei als Lehrer und als strategischer Denker in Betriebsräteschulen und Betriebsräte-Lehrerschulen gearbeitet, wo Kurse von der Buchhaltung über die Warenkunde bis hin zur Arbeitspsychologie angeboten worden sind. Interessant aus der Perspektive der politischen Bildung, die heute in der Einleitung kurz einmal erwähnt wurde, ist übrigens ein Satz, den Neurath vor ziemlich genau 100 Jahren geschrieben hat, in einer dieser Broschüren für die Betriebsräteakademien. Er schreibt zur Rolle der Vortragenden: Es wäre verfehlt, nur eine Meinung zum Vortrag zu bringen. Wenn der Vortragende seinen Standpunkt begreiflicherweise nicht verhehlen will, so kann er doch auch über andere Anschauungen derart berichten, dass dem Hörer die Möglichkeit bleibt, sich ein Urteil zu bilden und dementsprechend seinen Entschluss zu fassen. Damit waren jedenfalls wesentliche Eckpunkte gesetzt. Es ging um eine gezielte Mobilisierung und Einbindung der Expertise sowie um deren demokratische Kontrolle durch Nicht-Spezialistinnen und Spezialisten, die wiederum mit Bildungsmaßnahmen unterstützt wurden. Ich komme zum zweiten Punkt, zu Neurath im Austromarxismus des Roten Wien. Neurath war hier nach seiner Rückkehr unter anderem und in den Anfangsmonaten in einem Forschungsinstitut für Gemeinwirtschaft tätig. Die Gemeinwirtschaft, das war ein Modell, das verbunden war mit dem Modell der sozialen Demokratie. Gemeinwirtschaft war auch ein Begriff der Zeit. Sie werden wissen, die Schrift von Ludwig von Mises gegen den Sozialismus trägt ja auch den Titel Die Gemeinwirtschaft. Nach Neurath war die Gemeinwirtschaft ja verbunden mit der sozialen Demokratie und sozial bedeutete zum einen, dass in der Gemeinwirtschaft den Arbeitenden Nahrung, Kleidung, Bildung, Vergnügungen etc. gesichert waren, also eine gewisse materielle Absicherung, die dann auch von Neuraths Lebenslagenforschung untersucht, definiert und überprüft wurde. Es bedeutete aber eben auch die soziale Demokratie eine Gleichheit der politischen Beteiligung. Tatsächlich hat Neurath diesen Begriff selbst, nämlich den Begriff der sozialen Demokratie, nur sehr selten verwendet. Er hat sich aber damit auseinandergesetzt. In der Linken gab es ja in diesen Jahren die Unterscheidung zwischen einer bürgerlich-politischen Demokratie einerseits und der sozialen Demokratie andererseits. Das wurde unter anderem in einer Schrift des Sozialphilosophen und Parteitheoretikers Max Adler 1926 näher ausgeführt. Die hatte ja auch den Titel Politische oder soziale Demokratie, ein Beitrag, Untertitel, ein Beitrag zur sozialistischen Erziehung. Und Neurath hat nun diese kleine Publikation in der Zeitschrift Arbeit und Wirtschaft rezensiert. Er variiert hier gewissermaßen die Terminologie, also er spricht von einer Demokratie unter Freunden, womit er die soziale Demokratie meint, und dann einer Demokratie unter Feinden, das ist die politische Demokratie, aber im Wesentlichen meint er eben auch das, was Adler als soziale Demokratie und politische Demokratie bezeichnet, und er entwirft ein Szenario für die soziale Demokratie oder die Demokratie unter Freunden, der Demokratisierung, aber auch der Ausweitung der Partizipation, und eine Schlüsselrolle dabei spielen Bildung und Erziehung. In einem Beitrag aus dem Jahr 1934 schreibt er, gewissermaßen auch im Anschluss an diese Überlegungen, dass das Verständnis von vielen Menschen, das Verständnis der Demokratie von vielen Menschen sich bald darin erschöpfe, dass das Volk gewissermaßen eine Stimme abgeben darf und die mit einer Mehrheit ausgestatteten Personen oder Listen oder Parteien dann Entscheidungen treffen. Es gäbe aber darüber hinaus eben auch noch, wie er schreibt, eine soziale Einstellung zur Demokratie, also die Idee einer umfassenderen Beteiligung, die aber voraussetze, dass Menschen auch lernen könnten, also egal ob im Bereich der Arbeit oder auch im Bereich der Gesundheit, soziale, politische Vorhaben und Projekte und deren Konsequenzen sachlich zu beurteilen. Hier wird also ein Demokratieverständnis deutlich, das zum einen darauf hinweist, demokratische Mitbestimmung bedarf bestimmter Kenntnisse, Fähigkeiten, wenn man so will, Kompetenzen.
ein Demokratieverständnis, in dem Bildung und Erziehung eine wichtige Rolle spielen. Sie sind gewissermaßen der Weg dazu, damit möglichst viele Menschen die notwendigen Fähigkeiten haben. Hier könnte man den Begriff Empowerment einbringen. Und Bildstatistik und visuelle Erziehung, das ist jetzt gewissermaßen auch das Neue im Vergleich zur Zeit der Sozialisierungsdebatte. Bildstatistik und visuelle Erziehung werden als Instrumente vorgestellt, mit deren Hilfe ein erweitertes Demokratieprojekt realisierbar erscheint. Neurath weist immer wieder darauf hin, keine andere Methode sei so gut geeignet, die Kluft zwischen den Spezialisten, also zum Beispiel den Statistikern, und der nicht spezialisiert ausgebildeten Bevölkerung zu überwinden, also diese Kluft zu überbrücken. Und damit komme ich schon zum dritten Teil, zur Emigration, zur Auseinandersetzung mit Visual Education in den Jahren in Holland und vor allem in England, auf die ich eigentlich in erster Linie eingehe. In dieser Zeit wurde die visuelle Erziehung, nämlich schon ab 1935 nach einem Vorschlag von Marie Neurath damals Marie Reidemeister, zu ISOTYPE, also International System of Typographic Picture Education, vor dem Hintergrund, man war nicht mehr in Wien. Es hat keinen Sinn mehr, von einer Wiener Methode zu sprechen. Es ist jetzt ISOTYPE, also es internationalisiert sich gewissermaßen die Wiener Methode. In diesen Jahren gibt es Filmarbeit im Auftrag des britischen Informationsministeriums, das das 1942 gegründete ISOTYPE-Institut durchführt. Und Neurath stellt auch eine Reihe von Reflexionen zur Demokratie an, insbesondere in seinem Manuskript Visual Education, das erst viele Jahrzehnte nach seinem Tod veröffentlicht wurde, nämlich 1996 im Vienna Circle Yearbook. Was bedeutete gemäß dieser Schrift Demokratie? Demokratie, sagt Neurath, ist nicht dadurch definiert, dass die Regierung oder Repräsentantinnen und Repräsentanten gewählt werden. Er verweist darauf, dass es auch in der athenischen Demokratie etwa den Losentscheid gab, sondern Demokratie definiert sich vor allem dadurch, dass ein geordneter Regierungswechsel ohne Gewalt stattfindet. Diese interessante Erinnerung an das Losverfahren bei Neurath lässt manche vielleicht an die vor 5 Jahren stattgefundene Debatte denken, die David Reybruck mit seinem Buch Gegen Wahlen initiiert hat, wo er eben auch das Losverfahren wieder stark machen wollte für die Demokratie. In der Demokratie handeln die Menschen nicht nur in Übereinstimmung mit den eigenen Überzeugungen, so weist Neurath noch hin, sondern auch im Sinne von Loyalität in Übereinstimmung mit der Gemeinschaft, die sich vielleicht mehrheitlich für einen Weg entschieden hat, der nicht den eigenen individuellen Präferenzen entspricht. Und damit sind wir bei einem weiteren Charakteristikum der Demokratie, nämlich dem Spannungsfeld von Mehrheitsentscheidungen einerseits und Kompromissen andererseits. Neurath bringt hier sowohl in dem Text Visual Education als auch in einem der Filme, die er gemeinsam mit dem britischen Dokumentarfilmer Paul Rother gemacht hat, nämlich dem Film Land of Promise. In beiden, im Film wie im Text, bringt er ein Beispiel eines partizipativen Stadtplanungsprozesses, in dem ein Drittel der Menschen kleine Gartenhäuser möchte und 2/3 aber große Wohnungen. Und Neurath weist hier darauf hin, es ist nicht notwendig, dass sich die Mehrheit gegen die Minderheit entscheidet. Man kann auch beide Optionen realisieren. Im Film sagt dazu die ISOTYPE-Stimme aus dem Off: If the others want houses, let them have houses. Demokratie bedeutet auch Akzeptanz, dass Menschen unterschiedliche Wünsche und Präferenzen haben. Die Gesellschaft ist bei Neurath immer etwas sehr Vielfältiges, was zur Orchestrierung gebracht werden soll, diese Wünsche und Interessen, die nach Beratschlagung zum Kompromiss geführt werden. Und nur im Ausnahmefall sollte die Mehrheitsentscheidung gegen die Minderheit erfolgen. Uns erinnern diese Gedanken, glaube ich, doch an das Modell, an das erst später stark gewordene Modell der deliberativen Demokratie. Welche Rolle spielen nun Wissen und Expertise bei Neurath in dieser Zeit, um die Vielfalt und Muddle, ein für Neurath sehr positiver Begriff, in der Demokratie zu orchestrieren, bedarf es der gemeinsamen Anerkennung von Wissensbeständen, von Fakten. Neurath schreibt hier: Democratic education accepts from the beginning that there must be differences of opinion based upon commonly known facts. Also
Meinungsgegensätze, die aber trotzdem auf gemeinsam anerkannten Fakten basieren. Eine gemeinsame Sprache des gegenseitigen Verstehens sei auch notwendig. Visuelle Erziehung, Visualisierung erscheint als Instrument der Erziehung zur Demokratie. For a democratic society, it is important to have a common knowledge in a common language. Und auch jene, die nur sehr eingeschränkte Kenntnisse haben, müssen in einer Demokratie mit einbezogen werden. Also die visuelle Erziehung öffnet die Tore für jene, die üblicherweise vom Entscheidungsprozess ausgeschlossen sind. Sprachlich zu vermeiden sind daher unbedingt für Neurath technische Termini, intellektueller Jargon, Highbrow Language. Akademisch gebildete Spezialisten sind unverzichtbar, aber Entscheidungen, politische Entscheidungen, darauf weist Neurath immer wieder hin, können letztlich nicht von Experten getroffen werden. Und damit hängt auch abschließend sein Modell der Humanisierung, wie er das nennt, und auch der Demokratisierung von Wissen zusammen. Die Humanisierung, die er der Popularisierung entgegenstellt, führt gewissermaßen vom Einfachsten zum Kompliziertesten. Im Modell der Humanisierung kommen Fachausdrücke erst ins Spiel, wenn es tatsächlich notwendig ist. Die Demokratisierung des Argumentierens beginnt zunächst mit der Alltagssprache. Es steht die Frage im Hintergrund, wie weit kann man im Bildungsprozess gehen, ohne komplexe Ausdrücke, ohne Expertensprache zu verwenden. Und bei der Humanisierung wird das Wissen immer mehr Menschengruppen zugänglich gemacht. Es wird deswegen auch demokratisiert. Neurath hat gegen Ende seines Lebens, darauf weise ich jetzt auch zum Ende meiner Ausführungen noch kurz hin, ein Projekt betreut, in dem er diese Gedanken der Visual Education versucht hat umzusetzen. Das war das Projekt in Bilston, einer Stadt westlich von Birmingham, wo in einem Wohnprojekt ein neues Viertel entstehen sollte, dort, wo davor ein Slum existierte. Neurath erhielt diesen Auftrag erst im Juli 1945 von den politisch Verantwortlichen. Und seine Aufgabe war es, die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner zu informieren, aber eben auch in den Prozess zu involvieren. Und das Mittel dazu war klarerweise bei Neurath eine Ausstellung. Hintergrund war der große Labour-Wahlerfolg 1945. In dieser Zeit war Planung noch ein positiver Begriff. Der Aufbau eines modernen Sozialstaats, die Demokratisierung, die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei Planungsprozessen war politisch auf der Tagesordnung, in gewisser Weise also bestimmte Merkmale der sozialen Demokratie. Und Neurath hat im Einklang mit seinem Lebenswerk bestimmte Ziele für dieses Projekt formuliert, also dass etwa Informationen zu den Bürgerinnen und Bürgern gebracht werden, nicht umgekehrt, dass die sich selbst darum bemühen müssen und vielleicht scheitern, dass Planung nicht als Top-Down-Prozess, sondern als ein Angebot zur Mitgestaltung und Mitentscheidung präsentiert wird, dass auf jeden Fall die Verbesserung des Lebensstandards und der Erhalt der Gemeinschaft wesentliche Ziele sind, also dass es beispielsweise im Wohnprojekt nicht zu einer Isolation von Alten und Alleinlebenden kommen sollte, dass Probleme vergleichend aufgezeigt werden, also wie war die Hygiene vor der neuen Siedlung, wie sollte sie aussehen, wenn die neue Siedlung errichtet ist, wie sollte die Siedlungsstruktur aussehen, soll es private Grünflächen geben oder auch gemeinschaftliche und so weiter und so fort. Das wurde alles in einer Ausstellung präsentiert, in der ausdrücklich die Besucherinnen und Besucher und damit auch die künftigen Bewohnerinnen zur Stellungnahme eingeladen wurden. Das Projekt war also ein Versuch, in den Dialog mit den Menschen zu treten, mit dem Man on the Street, wie er in den Filmen immer wieder genannt wurde, und die demokratische Planung nicht nur auf der Mikro, sondern auch auf der Mikroebene zu organisieren. Allerdings hat diese Ausstellung dann erst im November 1946 stattgefunden, also fast ein Jahr nach Neuraths Tod. Es gab sie nur sehr kurz. Neue politische Verantwortliche wendeten sich gegen das Projekt und von dem sehr engagiert geplanten Beteiligungsprozess dürfte nicht sehr viel übrig geblieben sein. Doch unabhängig davon, und damit bin ich beim letzten Satz, haben wir gesehen, wie Neurath die Frage von Expertise und Wissen,
von Beratung und Entscheidung, von Bildung und Erziehung in der Demokratie gesehen hat in unterschiedlichen Phasen seines Lebens. Und wir wenden uns nun der Frage zu, was das Verständnis, was ein solches Verständnis für aktuelle Krisen bedeuten kann. Ja, wunderbar. Ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken bei den beiden Gastgebern heute Abend und ich freue mich natürlich ganz besonders, mit Günther mal auch vor Publikum diskutieren zu können. Mal schauen, wie das funktioniert. Und in der Tat möchte ich meinen Fokus im Vortrag eher auf die Aktualität von Neuraths Gedanken zu Demokratie und Expertise legen. Und ich möchte das tun, indem ich erstmal anfange mit einem vermeintlichen Gemeinplatz, nämlich dem Gemeinplatz, dass in Demokratien Bürgerinnen und Bürger selbstbestimmte und möglichst wohlinformierte politische Entscheidungen treffen sollen. Und ich glaube, die Krisen, mit denen wir uns gerade so rumschlagen, die Corona-Krise und die Klimakrise, die zeigen ziemlich deutlich, dass Informationen aus den Wissenschaften eine Schlüsselrolle für ganz viele politische Entscheidungen von uns allen einnehmen. Und hier insbesondere natürlich, welche Wissenschaften, die Gesundheits- und die Klimawissenschaften. Ich meine, auf den Punkt gebracht, liefern die einfach viele wertvolle Sachinformationen, von denen Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sie verwenden würden und ihre Entscheidungen mit einfließen lassen würden, profitieren könnten. Ja, und ich möchte gleich am Anfang betonen, natürlich legen diese Informationen aus den Wissenschaften die einzelnen Entscheidungen, wie ich mich entscheide, wie Sie sich entscheiden, nicht fest, aber sie beeinflussen sie. Ja? Aber dieser Gemeinplatz stößt, glaube ich, sehr schnell auf Probleme und diese Probleme kann man ganz gut mit einer ganz unschuldigen Beobachtung einleiten. Ja, also wissenschaftliches Wissen, so wie wir das kennen aus den Klimawissenschaften, aus den Gesundheitswissenschaften zum Beispiel, das ist hochspezialisiertes Expertenwissen. Und leider ist es so, dass, oder vielleicht auch nicht leider, es ist einfach eine Tatsache, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger leider keine Expertinnen und Experten sind. Ja, die haben keinen Zugang zu diesem Expertenwissen. Und selbst wenn sie es in einem Bereich haben, gibt es kaum Bürger, vielleicht gar niemand, der oder die Zugang zu allen politikrelevanten Forschungsgebieten und dem jeweiligen Expertise- oder Expertenwissen verfügt. Und das führt zu einem Problem, das kann man das Problem der Wissenslücke nennen. Und das besteht einfach darin, dass es einen Wissensvorsprung, eine Wissenslücke zwischen Expertinnen und Experten auf der einen Seite und Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite gibt. Und wenn es dieses Problem gibt, das Problem der Wissenslücke, dann kann man durchaus fragen, naja, wenn es das Problem gibt, wie können denn dann Bürgerinnen und Bürger überhaupt wissenschaftliche Informationen berücksichtigen, wenn sie Entscheidungen treffen? Das war ja der vermeintliche Gemeinplatz, dass sie das sowieso tun oder tun sollten. Aber vielleicht ist das ja nicht so einfach. Und genau an diesem Problem setzt Otto Neurath an. Und ich werde mich hier vor allem auf eine Schrift beziehen, die Günther Sandner schon erwähnt hatte, die Schrift Bilderziehung oder Visual Education auf Englisch. Und da so lose hier und da Bezug drauf nehmen. Neuraths eigene Idee, die auch bei Günther Sandner schon vorkam, die Idee der Demokratisierung des Wissens und der Orchestrierung des Verhältnisses zwischen Expertinnen und Experten und Bürgerinnen und Bürgern, auf der anderen Seite, die bestand eigentlich darin zu sagen, okay, es gibt das Problem der Wissenslücke, wie lösen wir das Problem? Und die Antwort von Neurath ist, wir verringern einfach die Wissenslücke oder schließen sie ganz, wenn möglich. Und Neurath war da ganz optimistisch, und zwar, weil er Bürgerinnen und Bürgern, wie Günther auch schon gesagt hat, extrem viel zugetraut hat. Und das findet sich in diesem schönen Satz in Visual Education, the public is no moron. Frei übersetzt, die Leute sind ja nicht blöd.
Und dieser Ausgleich der Wissenslücke, so hat sich das Neurath jedenfalls gedacht, der sollte ermächtigend oder emanzipierend wirken. Neurath meinte das, Günther Sandner hat da in verschiedenen Publikationen auf diesen Aspekt bereits hingewiesen. Und ich verstehe diese Idee einfach so, dass Bürgerinnen und Bürger wissenschaftliche Informationen und Argumente für diese Informationen verstehen lernen sollen, damit sie dann auf dieser Grundlage wohlinformierte, selbstständige politische Entscheidungen treffen sollen. Das ist die Vision. Und die große Frage ist natürlich, wie genau soll das denn geschafft werden, dass Bürgerinnen und Bürger wissenschaftliche Informationen und Argumente verstehen können, wenn sie keine Expertise haben? Und eine Antwort von Neurath, und auf diesen Aspekt will ich mich hier beschränken, lautet durch Wissenschaftsvermittlung oder durch Wissenschaftskommunikation. Neuraths eigene Ansätze, die wurden auch schon erwähnt, die Wiener Methode der Bildstatistik und später Isotype, die haben Wissenschaftskommunikation vor allem so umgesetzt, dass statistische Informationen mithilfe von leicht verständlichen Bildern vermittelt wurden. Ja, und da ging es, um da mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, zum Beispiel um die Darstellung von mit Bildern von relativen Häufigkeiten, dass man zum Beispiel vermittelt hat, wie hoch ist die Säuglingssterblichkeit im ersten Wiener Gemeindebezirk im Vergleich zum 10. Wiener Gemeindebezirk. Das wurde vermittelt. Ja? Das waren die historischen Ansätze. Und ich will mich jetzt fragen, was können wir denn heute von Neurath lernen, wenn wir diese Grundidee der Demokratisierung des Wissens und der Orchestrierung des Verhältnisses zwischen Experten und Bürgern ernst nehmen. Ja, was können wir heute in der Corona- und Klimakrise von Neurath lernen? Und meine These, die ich hier so ein bisschen verteidigen möchte oder mit euch diskutieren möchte, lautet, emanzipierend wirkende Wissenschaftskommunikation. Also solche, die Bürger und Bürgerinnen zu besseren Entscheidungen verhilft, sollte nicht nur, wie Neurath das glaubt, empirisch-statistische Informationen vermitteln, das ist wichtig, aber nicht das Einzige, sondern auch und gerade Informationen darüber, wie Wissenschaft funktioniert und was die vermittelten empirischen Informationen eigentlich überhaupt bedeuten. Ja? Und was das heißen soll, das werde ich jetzt im Rest des Vortrags versuchen zu erläutern, und zwar anhand von relativ konkreten Beispielen, wie ich hoffe. Ja? Also die erste Art von Information, von der ich glaube, dass sie heute im Geiste Neuraths vermittelt werden sollte, das sind Informationen über wissenschaftliche Methoden und wissenschaftliche Ergebnisse. Ja? Und um mal ein ganz alltagsnahes, leider Beispiel zu nehmen. Nehmen wir mal folgende Situation an. Ich habe Covid-19-Symptome und ich beschließe jetzt, mich testen zu lassen. Und ich bekomme ein Testergebnis und das Testergebnis lautet glücklicherweise negativ. Was bedeutet so ein Resultat von einem Covid-19-Test? Ja, das ist eine Information, die, glaube ich, vermittelt werden sollte in Wissenschaftskommunikation. Ja, erstmal ist dieses Resultat natürlich ein Hinweis darauf, dass ich nicht krank bin. Das Resultat war ja negativ. Ja, aber hier ist sehr viel Vorsicht angebracht, wenn man sich mal klar macht, wie Wissenschaft und wissenschaftliche Testverfahren funktionieren. Kein Testverfahren ist hundertprozentig zuverlässig. Und was das bedeutet, kann man sich ganz leicht an fiktiven Zahlen jetzt veranschaulichen. Ja, nehmen wir zum Beispiel mal Folgendes an. Ein Testverfahren liefert ein korrektes Ergebnis in, sagen wir mal, 90 von 100 Fällen. Ja, das heißt, in 90 von 100 Fällen ist das Testergebnis negativ und die getestete Person ist auch tatsächlich nicht krank. Ja, wenn das so ist, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass mein Testergebnis negativ lautet, ich aber leider trotzdem krank bin. Ja, das heißt, ich gehöre einfach
zu den 10%, zu den 10 von 100 Leuten, bei denen das Testergebnis falsch ist, die das Testergebnis negativ haben, die aber an Covid-19 erkrankt sind. Ja? Und ein besseres Verständnis von solchen Testergebnissen, so wie ich das eben geschildert habe, mit dem Risiko, dass es eben ein falsches Testergebnis ist, das hat konkrete Konsequenzen für mein Handeln. Zum Beispiel, wenn mein Testergebnis negativ ist und mir sehr viel daran liegt, meine Eltern nicht anzustecken, dann könnte das die Konsequenz haben, dass ich mich dazu entscheide, meine Eltern nicht zu besuchen und einfach abzuwarten oder einen zweiten Test zu machen. Ja? Das wäre eine Art von Information, aber es gibt auch andere Arten von Informationen, die etwas mit Ergebnissen und Methoden zu tun haben. Zum Beispiel Folgendes. Wissenschaftliche Ergebnisse werden in den Medien manchmal so beschrieben, mit den folgenden Worten. Ja? Wir wissen mit Sicherheit, es ist wahr, es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass so und so der Fall ist. Die Wissenschaft hat bla 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 bewiesen. Ja? Solche Aussagen sind für die Zwecke von Wissenschaftskommunikation extrem problematisch, weil sie ein Ziel der Wissenschaft vorgeben, das Wissenschaft gar nicht verfolgt, nämlich das Ziel, sicheres Wissen, Tatsachen, Beweise zu liefern. Ja? Und solche Dinge, Sicherheit, Beweise, die findet man, wenn überhaupt, in der reinen Mathematik, aber in also in empirischen Wissenschaften, wie zum Beispiel den Klima- und Gesundheitswissenschaften, scheinen diese Begriffe einfach keine Rolle zu spielen. Ja? Stattdessen sollte man über Forschungsergebnisse in der empirischen Forschung anders sprechen. Ja, man sollte, Neurath würde sich freuen, vielleicht eher mit statistischen Begriffen darüber sprechen. Und zum Teil wird das auch gemacht. Also zum Beispiel bei Stellungnahmen des Robert-Koch-Instituts oder im Weltklimabericht zum Beispiel. Ja? Was kann das konkret heißen? Wie könnte sowas konkret aussehen? Zum Beispiel so. Ja? Man könnte sagen, also wie spricht man über Forschungsergebnisse? In der Forschung gewonnene Daten stützen bestimmte Hypothesen. Ja? Also zum Beispiel Hypothesen über Ursachen des Klimawandels, über Infektionswege bei Covid-19. Und solche Hypothesen können verschieden gut gestützt sein durch die verfügbaren Daten. Ja, zum Beispiel sehr gut, gut, weniger gut oder auch gar nicht. Und wenn man sich das bewusst macht, dass man so über Forschungsergebnisse redet, dann ist auch klar, dass die Datenlage sich ändern kann. Ja, weil Wissenschaftler neue und manchmal überraschende Daten bekommen. Und das tritt eine Art Lernprozess in Gang. Eine Hypothese, die gestern Morgen noch schlecht gestützt war durch die verfügbaren Daten, kann jetzt bei neuer Datenlage sehr gut geschützt sein. Und das ist erstmal eine sehr wichtige Information für Bürgerinnen und Bürger, dass so die Form von verlässlichen Sachinformationen aus den Wissenschaften aussieht und dass die gegeben werden kann, ohne dass die Wissenschaft das Ziel hat, Beweise und sicheres Wissen zu liefern. Ja? Das waren zwei konkrete Beispiele. Und ich möchte jetzt nochmal eine zweite Art von Information erwähnen, Expertise und Qualitätskontrolle. Auch das sollte vermittelt werden. Also stellen wir uns zum Beispiel mal die Frage, wer sollte eigentlich als Experte oder Expertin für Klimafragen gelten? Was sind da die Kriterien? Ja, reicht ein Abschluss in Physik? Reicht da einfach nur ein akademischer Titel wie Doktor oder Professor? Ja? Und eine, wie ich finde, und darüber kann man diskutieren, sehr plausible Antwort lautet, nein, das reicht nicht. Der Titel reicht nicht, der bloße Abschluss reicht nicht. Jemand, der sich Experte oder Expertin nennen will für Klimawissenschaften, muss auch in diesem Bereich forschen, und zwar über einen signifikant langen Zeitraum und in den entsprechenden anerkannten Fachzeitschriften veröffentlichen. Und wenn man sich das klar macht, wenn man diese Antwort akzeptiert, dann werden mindestens zwei Dinge schnell offensichtlich. Ja? Erstens, also viele Experten oder vermeintliche Experten, die man im Fernsehen oder im Internet präsentiert bekommt, sind nicht unbedingt welche, weil sie dieses Kriterium nicht erfüllen. Und was vielleicht noch interessanter ist, es gibt Expertinnen und Experten, die viele Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm haben.
Also es gibt zum Beispiel Soziologinnen und Soziologen, die sehr wohl als Expertinnen für Klimafragen gelten können, weil die zum Beispiel die sozialen Auswirkungen von Klimaerwärmung erforschen. Ja, und das ist eine interessante Einsicht für Bürgerinnen und Bürger. Und im Allgemeinen Expertise besser einschätzen zu können, ist eine basale Fähigkeit und Information, um mit wissenschaftlichen Informationen umgehen zu können. Lassen Sie mich noch schnell zu einer dritten Informationssorte kommen, die ich glaube extrem wichtig ist in den beiden Krisen, in denen wir gerade stecken, nämlich Informationen zu sogenanntem Wissenschaftsskeptizismus. In den Medien wird wissenschaftliches Wissen manchmal so dargestellt, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse umstritten sind, kontrovers sind. Und zum Teil ist das auch korrekt. Ja, also zum Teil geht es einfach um eine korrekte Bezugnahme in medialen Berichten auf tatsächlich stattfindende Debatten in den Wissenschaften. Oder es gibt einfach sinnvolle Kritik an Wissenschaften. Aber zu einem anderen Teil, auf den will ich jetzt eingehen, handelt es sich um ein ganz anderes Phänomen, nämlich um Wissenschaftsskeptizismus. Und was das ist, das will ich ganz kurz erläutern. Strategischer Wissenschaftsskeptizismus, ein Begriff, der in dem Zusammenhang häufig gebraucht wird. Das ist ein Phänomen, das ungefähr Folgendes beschreibt. Sie haben politische Organisationen wie Parteien oder wirtschaftliche Organisationen wie Unternehmen. Und diese Organisationen stellen Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung öffentlich in Frage, um damit ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nämlich das Ziel, bestimmte politische und wirtschaftliche Interessen, nicht wissenschaftliche Ziele, zu erreichen. Ja? Ein prominentes Beispiel, das Sie sicher alle kennen, besteht in Folgendem. Die Erdöl- und Kohleindustrie und auch viele rechtspopulistische Parteien weltweit ziehen gut gestützte Forschungsergebnisse der Klimawissenschaften gezielt in Zweifel. Es wird dann angezweifelt, dass es das überhaupt gibt, Klimaerwärmung. Und das wird getan mit einem ganz klaren strategischen Ziel vor Augen, nämlich dem Ziel, Klimaschutzmaßnahmen zu verhindern, zum Beispiel. Ja? Wie funktioniert das, Wissenschaftsskeptizismus? Und ich will Ihnen auch in Anbetracht der Zeit, die fortschreitet, ein ganz einfaches Beispiel hier geben. Wissenschaftsskeptiker behaupten zum Beispiel, die Klimawissenschaften hätten gar nicht sicher bewiesen, dass Klimawandel existiert oder durch uns verursacht ist, durch unser Verhalten. Ja? Und diese Art von Behauptung hält eigentlich einer kritischen Analyse, die auch alle Bürgerinnen und Bürger vornehmen können, nicht stand. Das ist einfach keine sinnvolle Kritik an den Forschungsergebnissen der Klimawissenschaften, weil solche Beweise zu liefern, ja, die Behauptung war, es ist nicht sicher bewiesen, einfach nicht die Aufgabe der Wissenschaften im Allgemeinen und der Klimawissenschaften im Besonderen ist. Sie erinnern sich an den Punkt, den ich als allererstes gemacht habe. Da findet man jetzt, hier findet er Anwendung sozusagen. Und solche Argumentationsmuster von Wissenschaftsskeptikern kritisieren zu können, das ist auch eine wichtige Information für Bürgerinnen und Bürger, die zu Entscheidungen kommen wollen. Lassen Sie mich jetzt noch zum letzten Punkt kommen, den ich extrem interessant finde und der auch bei Neurath auftaucht, nämlich Informationen zur politischen Rolle von Expertinnen und Experten. Man könnte auch sagen, das ist die politische Seite der Wissenschaftskommunikation in Demokratie. Neurath reißt dieses Thema an, auf das ich jetzt zu sprechen kommen möchte, indem er sagt, dass in Demokratien Bürgerinnen und Bürger die politische Macht von Expertinnen und Experten kontrollieren müssen. So drückt er das aus. Und die Frage ist, was könnte das eigentlich bedeuten, Kontrolle in diesem Zusammenhang? Und das möchte ich jetzt einfach mal abschließen mit einem von mir selbst gewählten Beispiel tun. Das ist nicht Neurath's Beispiel, so wie ich das präsentiere jedenfalls, ist es das nicht. Ja? Stellen wir uns einfach mal folgende Situation vor. Wir haben da eine Wissenschaftlerin, die wir gut kennen. Und diese Wissenschaftlerin wird von einem Ministerium angefragt, ob sie nicht Politikberatung für dieses Ministerium machen wollen würde.
Das kann jetzt ein deutsches oder österreichisches Ministerium sein. Das ist jetzt nicht relevant. Und die wissenschaftliche Expertise unserer Wissenschaftlerin befähigt sie dazu, in Bezug auf Fragestellungen zu nehmen, die zum Beispiel was mit Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus oder der Klimaerwärmung zu tun haben. Ja, also ich denke zum Beispiel an Fragen wie die folgenden: Wie effektiv ist eine bestimmte Maßnahme? Welche Risiken bringt eine Maßnahme mit sich? Oder auch vergleichende Fragen. Wir haben zwei Maßnahmen zur Auswahl. Ist die eine jetzt effektiver als die andere? Ist die eine risikoreicher als die andere? Zu Fragen dieser Art kann unsere Wissenschaftlerin natürlich Auskunft geben als wissenschaftliche Expertin in der Rolle der Politikberaterin, ja, der wissenschaftlichen Politikberaterin. Aber die entscheidende Frage ist, so eine Art Gretchenfrage in diesem Zusammenhang: Soll unsere Wissenschaftlerin mehr können dürfen in diesem Zusammenhang? Ja? Also soll unsere Expertin auch Empfehlungen für bestimmte Maßnahmen aussprechen? Zum Beispiel soll die sagen, ich bin für Maskenpflicht oder ich bin für eine CO2-Steuer. Oder noch weitergehend, soll unsere Expertin sogar mitentscheiden in diesem Ministerium oder in einem Gremium im Parlament, welche Maßnahme von vielen jetzt umzusetzen ist. Und eine Antwort darauf, über die man da diskutieren kann, ist nein. Denn damit würde unsere Wissenschaftlerin ihre Rolle als Beraterin verlassen und zu einer Art politischen Akteurin, einer Politikerin mutieren. Ja? Unsere Wissenschaftlerin ist aber als Beraterin angefragt worden von diesem Ministerium und gar nicht dazu berechtigt, eine Rolle als aktive Politikerin oder Entscheiderin hier einzunehmen. Und in dem Fall, wie ich mir den vorstelle, kann man klar abgrenzend sagen, politische Entscheidungen zu fällen, das ist die Aufgabe von Politikerinnen und Politikern in diesem Ministerium oder im Parlament, die durch Wahlen dazu autorisiert sind. Das ist unsere Expertin aber sicher nicht. Und man kann daher die Kontrollidee vielleicht so in diesem Beispiel auf den Punkt bringen: Bürgerinnen und Bürger können die politische Macht von Expertinnen und Experten kontrollieren, indem sie den Expertinnen und Experten ganz aktiv, ganz klare Rollen in einem politischen Entscheidungsprozess zuweisen, die Rolle der Beraterin in meinem Fall. Und wenn diese Rolle verlassen wird, können die Expertinnen dafür mit Recht kritisiert werden von den Bürgerinnen und Bürgern. Und damit höre ich jetzt erstmal auf. Vielen Dank.